Ja, im heutigen Video würde mich mal interessieren, warum du Kampfkunst machst, warum du Kampfsport trainierst. Bitte verrate es mir doch unter diesem Video in den Kommentaren. Verrate mir auch, was genau du machst, ob du Wing Chun machst, ob du Eskrima machst oder ganz etwas anderes. Vielleicht trainierst du auch zwei Kampfkünste gleichzeitig. Ich trainiere ja gleich zwei oder drei Kampfkünste gleichzeitig. Einerseits mache ich natürlich Wing Chun. Ich mache Eskrima und auch die Umsetzung des Eskrima im Panatukan. Doch warum habe ich angefangen? Am Anfang mit Wing Chun, im Jahr 2006. Ganz einfach deswegen, weil ich wusste, dass mein Idol Bruce Lee auch Wing Chun gemacht hat und ich wollte das deswegen auch lernen. Ich wollte so gut werden wie er. Natürlich ist mir das noch nicht gelungen, aber zumindest werde ich jedes Jahr ein Stück weit besser. Und das ist auch mein Ziel, warum ich Kampfkunst trainiere. Ich möchte jedes Jahr besser werden, ich möchte Spaß haben dabei und ich möchte mich selbst verbessern in jeder Hinsicht. Ich mache es nicht, weil ich Selbstverteidigung lernen möchte, interessiert mich persönlich ziemlich wenig. Ich mache es auch nicht aus einem Konkurrenzdenken heraus, dass ich besser werden will wie alle anderen. Ich möchte einfach immer besser werden als ein Jahr zuvor. Bis jetzt ist mir das gelungen und ich hoffe auch in den nächsten Jahren wird mir das weiterhin gelingen. Und ich habe also mit Wing Chun angefangen. Nach einer Weile habe ich mich dann auch für Waffen interessiert, was man in Wing Chun nicht so macht, außer bei einem ganz fortgeschrittenen Langstock-Doppelmesser. Aber Wing Chun so an sich ist einmal eine waffenlose Kampfkunst. Deswegen habe ich dann mit Eskrima begonnen und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ganze Waffentraining, finde ich, verbessert einen generell. Man baut dadurch Fähigkeiten auf, wie Distanzgefühl, Timing und optisches Reagieren und einfach man baut schnelle Reaktionen auf und deswegen finde ich es eine gute Ergänzung zum waffenlosen Training. Aber jetzt genug von mir. Mich würde echt interessieren, was du machst, welche Kampfkunst, welche Kampfkünste bzw. Kampfsportarten und warum du es machst. Was sind deine Gründe, wieso du es jetzt gerade machst und was waren deine Gründe damals, als du damit begonnen hast? Also der Grund, warum du es jetzt machst, muss ja nicht mehr dasselbe sein als damals. Aber bitte verrate es uns doch in den Kommentaren. Mich würde das echt interessieren.